alle in eine Reihe und über die TPL Talk Tonbank Division. Und damit herzlich willkommen zum TPL Talk Tonbank Division. Ihr habt das Intro gehört. Was klackert da? Ist du Frischquark, Magerquark oder was ist los? Ich hab dich angesprochen, mein Gast. Du hast gegessen. Ja. Ist du auch, bist du so wie dieser elendige Sammy, der im Talk isst? Ich hab's überlegt, ob ich's mache, aber dann dachte ich mir, nee, ja. Kann ich nicht machen. Hallöchen, Ray. Wie heißt dein Name? Ray. Und wie spreche ich es aus? Ray. Nein, Ray, genau. Da fangen wir erstmal schon mal an. Ich lass mich doch hier nicht unterdrücken. Soweit kommt es noch. Ja. War schon verwirrt. Heute geht's um die Kadervorstellung oder Kaderanalyse. Voll Pracht. Ray ist am Start, die hat Ahnung und ich bin halt da, weil ich den Talk führe. Tonbank ist die zweite Division, die ich diese Season kommentieren werde. Und ja, wir haben schon Sprungbrett, Sprossenwand kam gestern raus. Heute kommt dann noch der Mattenwagen raus von Guten Seoro. Und ja, ich habe das vergessen mit Ray heute, mit Schallande. Schallade. Was ist das? Erstmal zum Logo. Komm mal zum Logo. Ich sehe ein Galagladi. Nicht mega und hat ein Skelaber auf dem Kopf. Ist das irgendwie, also... Ja, das sind von mir und Demi die zwei Lieblingsmons und die sind halt so drauf gekommen, ja, das Terra-Zeichen für Feuer ist ja quasi eigentlich ein Channel-Lure und dann haben wir gesagt, setzen wir das auf den Kopf. Ah, gibt Sinn, ja. Und dafür, davor dann die Vorentwicklungen, weil süß. Ja, wir hätten auch fast Lichtel und Kirlia drauf getan, aber Lanternecto, aber ich hasse Kirlia. Warum hast deswegen, du Kirlia? Also von der Stufe auf Gardevoir ist es gut, aber da fehlt irgendwie was nochmal, da wäre noch eine extra Entwicklung von Trassler auf das und dann auf Gallade. Ich finde, Kirlia passt zu Gallade irgendwie ziemlich wenig. Ja, gut. Okay. Was sagst du zur krassen Tonbank, die ich da rein verstoße? Ja, sehr gut. Sehr gut. Fandest du den Sprungbrett auch cool? Ja. Es leckt mich am Arsche. Das habe ich auch verstanden. Kannst du bitte deinen Hintergrund-Optionsmenschen da sagen, der soll aufhören zu röpsen laut? Das habe ich sogar gehört. Widerlicher Mensch. Das ist das Witzige. Der hat eigentlich keinen Bock, den TPL-Talk zu machen. Ne? Das wissen wir ja. Ne? Ist Arbeit. Arbeit mag er nicht. So gefühlt. Denn hat er einen, macht selber einen. Jetzt ist er noch im Hintergrund und quatscht uns einmal wieder zwischen. Lass dich nicht unterdrücken. Der Mensch ist dafür deprimiert ist das falsche Wort. Prädestiniert, mir fehlen die Worte. Ich weiß, was du meinst. Kannst du es auch aussprechen, dass jeder weiß, was ich meine? Oh, fuck. Shit. Gut. Tonbank ist, glaube ich, von den Namen her der plumpeste. Oder? Ja. Tonbank ist so, ey, krass. Ich muss erst mal googeln, was Tonbank ist. Bei uns hieß es, glaube ich, damals anders, aber frag mich nicht, was der Name damals war. Deswegen, nobody knows. Ansonsten. Das Logo ist nice, hat mir schon alle so gesagt, glaube ich. Ich glaube, auch bei Sammy muss das vorgekommen sein, weil das Logo nice ist. Und ja, Ray. Ray war es, ne? Ich merke mir das nicht, Alter. Ist nicht mal böse gemeint, aber ich merke mir das einfach nicht. Sprich aus, wie du es möchtest. Das ist eine gute... Ich finde Ray sogar besser mittlerweile. Siehste, wie wäre es irgendwann mal, wenn du Mutter wirst? Du hast Option Ray, Marshi, oder Marshi Junior. Ich habe sogar gehört, dass manche Menschen nennen ihre Kinder Sammy. Also ganz wild. Das ist jetzt nicht mal auf dein Sammy geschoben. Ich kenne noch einmal in der TPL-Season, der hat seinen Sohn Sammy genannt. Weird, ne? Also, okay. Aber noch ein bisschen, da kommen wir vielleicht nächstes Mal zum Thema dazu. Oder weißt du schon, wer das ist? Nein. Nee. Gut, dann werden wir es erfahren, weil ich glaube, ich habe den nächste Woche zu Gast. Okay. Ich weiß nur nicht, ob es bei euch ist oder... Ich glaube, es war sogar bei euch. Da kommen wir später dazu. Also du hast sogar einen Sammy, also einen Vater von einem Sammy, gegen du die Woche oder nächste Woche oder irgendwann mal spielst. Cool. Ray. Wollen wir einfach in die Ray-Folge gehen? Ah, schön. Das könnte Folgentitel werden. Mal gucken, was dumme Buber-Wort wird mir noch einfallen. Wir starten mit Team Nummer 1, das seid ihr. Ich habe random meist, wie Skyland jetzt gemacht hat, nur dass ich einfach Zahlen gedrückt habe und mir die Bilder gar nicht angeguckt haben. Wir haben Ray und Denjamin. Ist das Denjamin weiblich, männlich? Männlich. Männlich. Ist das, weil könnte Jasmin sein und Denjamin. Also
Achso. Könnte alles sein. Shen Late ist der Name. Ja. Es ist ein Eisenfels und Riesenzahn in S-Tier, Trickgefahr, Alo, Infa, Momo, und Prima, Renem, A, Lavados, Hyterra, Magnesone, B-Tier, Frujalsten, Bivoltulon, Baldorfisch im D sowie C. Das Gute ist, das ist dein Team, das ist auch noch glücklicherweise am ersten kommt, können wir da noch ein bisschen mehr Zeit reinlegen, weil du kannst mir uns darüber erzählen. Ne? Über die anderen reden wir nur, wie wir sie finden und ja. Also erzähl mal, was war die Idee, warum teamst du dieses Jahr mit Denjamin und letzte Season hattest du ja nämlich mit Celina geteamt, das weiß ich glaube ich noch. Ja. Das ist witzig, da ist nämlich wieder Sammy auch mit dran schuld. Der hat zu viel Einfluss in dein Leben, Alter. Ja, das stimmt schon. Naja, er hat wieder zwei Leuten versprochen zu teamen. Aha. Und er hat sich für Vipo entschieden und ja. Was war die zweite Person? Denjamin. Ah, okay. Ist sehr gut. Kennt man den? Ich kenne den nämlich gar nicht. Okay, nee, Redimas Team. Schön. Das ist nicht böse gemeint. Nee, aber war witzig. Das ist ein gutes Spiel. War witzig, war witzig. Würdest du Vipo auf dieselbe Ebene stellen? Um jetzt noch ein bisschen Vipo noch zu fronten? Ich muss leider sagen, Denjamin ist schon besser als Vipo. Oh, Vipo, hör dir bitte die Folge an. Schön. Ja. Also, das Team war... Also das S war nicht ganz so geplant, da wollten wir Celestina haben im S anstatt Riesenzahn, aber der wurde die erste Runde direkt gesniped. Okay, krass. Petcherand, also Infamomo, war auch nicht geplant zuerst. Mhm. Aber es war, glaube ich, gut, dass ihr den anfangs gepickt habt, glaube ich. Ja, der geht ultra schnell weg, es ist auch ein solides Mon, es ist... Ja. Da wollte ich einmal Rillaboom spielen und dann will ihn gefühlt jeder picken. Ja, so ist es manchmal, ne? Das ist, kannst du dir, glaube ich, war letzte Season oder so, war irgendwas, was ich auch gerne haben wollte und dann hat es irgendwie jeder gehabt und ich, Alter, nein, was soll das? Aber am Ende war es besser, weil dann haben wir nochmal einen zweiten Spinner reinbekommen mit Fuyal jetzt. Mhm. Fühlst du den? Weil wir wollten ihn auch mal haben, dann hat Grippin den gehabt und seitdem will ich, glaube ich, Fuyal nie mehr in meinem Leben haben. Also... Ich spiele ihn irgendwie viel zu oft. Ah, okay. Das ist das Problem. Ich würde ihn. Aber dann bist du doch eigentlich davon auch überzeugt von dem Mann, zumindest, dass es halt workbar ist. Workable. Naja, es ist halt ein guter Spinner. Das macht ihn halt im C schon gut. Der hat Momentum, der hat Knock, Healing, der kann auch offensiv gut. Also es ist nicht schlecht, aber ich will ihn eigentlich nicht immer picken müssen. Also hat der reichhaltige. Egal, weiter. Ja, was ist denn noch zu sagen? Ja, weiß nicht, Lavados ist geil, liebt den. Ach, ich mag ihn nicht. Ich wollte ihn eigentlich erst gar nicht picken. Den hatte ich auch schon viel zu oft, aber er hat gepasst. Warum nicht Fiaro? Ist vorher weggegangen bei euch? Nee, wir hatten, glaube ich, unser Low-Tier schon verplant gehabt. Ja, Frujal, hätte man was besser. Naja, es war halt dann die Sache, entweder Moltres, also Lavados im B und Fuyal oder dann Fiaro und Grass im B nochmal. Grass im B, ich guck mal noch, was Grass im B gewesen wäre. Kurz mal, warte mal. Ist weg. Celebi, hallo? Ja, ich weiß nicht, ob der so gut mit Boulder, zwei Psychic-Types. Drapfel, hallo? Hab ich und Sky? Ja, der wäre cool, aber. Mega Gewaldro? Habt ihr Mega? Nö, also nee, mega Gewalt, nee. Warum nicht? Warte, ich gehe weiter. Wir haben noch ein Roserade-Gift. Ja, stimmt, wir hatten mit Roserade geplant, aber wir haben uns dann für Motors und Fuyal entschieden. Genau sowas. Shaman weggegangen. Okay, krass. Seltsame Division, sorry. Seltsame Division. Ja, sehr seltsam. Mit Primarena hatten wir letzte Season, der ist ganz cool. Den Subset würde ich immer empfehlen, weil geil. Ja, ich habe den ganz Anfang von meiner. Ding gespielt einmal und seitdem nicht mehr. Und jetzt wollte ich den unbedingt wieder spielen, weil der hat ja auch Psychic Noise bekommen. Mhm. Ziemlich geil. Mit Subset, wie du schon sagtest, aber der kann halt auch defensiv einfach gut was machen. Ja. Das hübschere Marmolida. Ohne Belebekraft. Ohne Belebekraft, ja. Vielleicht kommt es ja noch, man weiß es nicht. Sturzbach einfach wegpacken, spielt man eh nicht. Außer man ist cool. Und ja, Baldorfisch, die hatte, glaube ich, hatte ihr letzte Season die
Nee, das war vor 2 Seasons, da hatten wir die. Stimmt, weil da hat Sammy den lieben gelernt und der hat letzte Season hat er den dann, glaube ich, gehabt. So war das, glaube ich, gewesen. Ja, genau, dann hatte ich mit Vipo zusammen die Sui vor. Ach nö, Vipo, warum spielst du mit schlechten Spielern? Was ist das mit dir? Hä? Nö, der hat zwar geile Stimme, aber mehr hat der auch nicht so bieten. Der hat letzte Season, glaube ich, auch verkackt. Wo war der letzte Season? Weißt du das noch? Boah, na, keine Ahnung. Eineck, der ist doch so ein Eineck-Typ, oder? So ein Opfer. Warte, ich guck mal kurz. Du kannst ja weiter über Voltula, Magneson reden, Doppel-Elektro-Typ und über Sneevil. Die haben wir noch nicht bequatscht. Ich guck, wo Vipo ist. Ja, also Magneson und Voltula ist ein ganz guter Chor, weil sie sich keine Schwäche teilen. Mhm. Wir wollten Webs haben unbedingt noch. Voltula hatte ich eh noch nicht, dann passt das. Sneevil ist eigentlich nur für Speed noch reingekommen. Kein Ice-Type. Und ich denke mal, der macht auch was anderes als Fikifalo, als Dark-Type, von denen hat es gepasst. Stimmt, die war letzte Season Waffen, eher ja, so ein dummer Name. Vipo und Viptor, ist glaube ich eine dieselbe Person. Ja. Ich glaube, das waren schon 2 verschiedene. Ja, Vipo ist das Problem, der kann ernst spielen, aber der trollt halt auch viel. Wie kann man nur jeden Spieltag einen Mega-Dianzi mitnehmen und nur 2 Kills am Ende haben? Also es ist ja noch schlechter als ich und Skalani mit Katapultra. Was ist denn das? Ogapon. Achso, das Normale, okay. Sulord hat bei ihm ganz oft gespielt. Aber warum in der Pikachu mitgehabt? Okay, krass. Stimmt, das war sein Mate, der wollte unbedingt Pikachu spielen. Stimmt, da war es ja. Sein Mate, ne? So Psychose. Ja. Nennt man es einfach Psychose, würde man das einfach sagen. Cool. Riesenzahn, Eisenfels hatten wir. Ja, Trikefalo haben wir nicht bequatscht, aber der hat 3 Köpfe und ist cool. Ich glaube, wir können aber weitergehen, weil wir eigentlich quatschen wir nur die Kader kurz runter und wir erwarten das coole neue Produkt am Ende, worauf sich jeder freut. Wenn man Sammys oder meinen anderen Talk schon gesehen hat, weiß man, worauf man sich eingelassen hat. Du wusstest ja schon vorher, worauf dich was dich erwartet. Du hast dich jetzt schon gefreut, hast du mir erst gesagt. Deswegen könnte ganz cool werden und ey, mehr als Punkte als Sammy kriegst du safe, oder? Mehr Punkte also kein Spoiler, wo die Folge kommt, glaube ich, nach Seoros raus, wenn der sich an den Plan hält. Deswegen kann man sagen, Sammy und der gute Seoro haben abgekackt und Sky hat überragend, sag ich mal. Oh mein Gott, ich habe mir auch gedacht, wie hat er das erkannt? Ich glaube, er hat den einzigen Vorteil, er kennt meine Frau. Das ist das Einzige, ich bin ja mit dem befreundet oder so. Und deswegen kann man sagen, er hat sich ein bisschen mehr in den Kopf meiner Frau reingekriegt. Aber ey, scheiß drauf, wir reden über das Team. Es ist Min. Warum hat der denn als zweites, Alter? Was ist das ein dummes Randomizer? Ja, Latios und Libero. Witzigerweise ist der Junge zurzeit im Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob er denn morgen noch im Urlaub ist, weil letzte Woche hat er gesagt, er ist im Urlaub. Hat kurzfristig noch das Logo hingehauen, weil sonst wäre da irgendein Schund gekommen von Doc und Jigs. Ich glaube, es war Sammy. Aber das wäre viel schöner gewesen. Also das Logo ist nicht schlecht, ne? Das Logo ist nicht schlecht. Es ist so Min-Style. Da geht mehr. Ich erwarte was Geileres so. Also noch geiler als die Memos, noch geiler als Vipo. Vipo hat profitiert, dass er dieses Season mit Sammy-Team, deswegen ist ganz cool. Okay, Latios und Libero im S-Team. Kramer, Rot und Wash, Nido King im A, Vishu, Seitin, Gant und Shaman im B, da haben wir das Shaman. Mega, Echner toll, Alolas, Nobeliket im C und Frigometri im D. Warum ist Frigometri immer noch ein D-Tier? Was ist das? Ja, der ist eigentlich viel zu gut fürs D. Ja, warum machen die das? Warum lassen die sowas zu? Der war doch letztens diesen Safe im C-Tier. Oh nee, ich glaube, der war auch D. Echt? Krass. Der ist eigentlich immer im D, aber der ist halt richtig geil im D. Wenn du noch einen Spinner brauchst und einen Ice-Tap, dann kannst du ihn picken. Ist immer workbar. Ja, Latios, Libero, was sagst du dazu? Libero ist gut, bis er Pyroball misst, dann nicht mehr. Ja, passiert halt, 5%, ne? Also, kann passieren. 3 miteinander, klar, kein Problem. Ich habe letztes Mal vor kurzem ein Match gesehen, der hat einen Pyroball gemisst und dann war die erste Runde direkt. Ja, er hat Prioritäten gesetzt, ne? Also, wenn du nicht workst, ciao, Kakao. Ne? Ja. Die Defensive besteht aus Kramer, Rotom, Wash und Nidoking ist keine Defensive. Kann man Nidoking, also ich habe leider den noch nie gehabt in der TPL und ich spiele sonst auch sehr selten bis gar keine Ligen. Kann man Nidoking geil defensiv spielen? Bestimmt, oder? Weil wir haben letzte Season, Entschuldigung, dass du mich unterbrichst, bitte. Weil wir haben letzte Season via Mona Goras auch einmal defensiv mitgehabt. Der war geil. Also, ja, ich liebe den schon ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also wenn er das Matchup dafür hat, defensiv zu sein, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe den auch schon mal defensiv gespielt. Spielt ja auch Nidoqueen offensiv, das geht ja auch. Ja, das geht alles. Du kannst auch Cinderace
defensiv spielen, wenn du möchtest. Okay, krass, krasser Call. Nee. Ja. Ich finde es komisch, dass da Mega Odino gepickt wurde als Fee. Ja, vielleicht wegen. Die müssen ja nicht Mega, das ist ja das Ding. Ja. Ich hasse es, wenn man Mega pickt und dann ist nicht Mega. Dann pickt er halt irgendwas anderes. Also nächsten Spieltag megern wir einfach nicht Mega Sumpex. Ist okay für dich? Das ist was anderes. Das ist was anderes. Warum? Verstehe ich Sumpex, nicht. Weil das normale Sumpex cooler als das Mega ist. Ja, aber Mega. Mega Sumpex hat 4 Kills geholt, obwohl wir verloren haben. Digga. Cool. Echt dann toll, finde ich cool. Ich habe den letztens mit Kristallisierung gespielt in der Liga. Fand die mega nice. Hab natürlich nicht viel gerissen, weil ich schlecht bin, aber das Mann alleine mit Kristallisierung kann man nur empfehlen. Seid Gigant. Ja, aber letzte Season, glaube ich, wurde er nicht einmal gepickt. Diese Season hat er wieder sein Daseinsberechtigung hat er bekommen. Und man kann sagen, ja, warum nicht? Ist B, solide. Gibt dadurch wahrscheinlich auch coole, bessere Mons. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, der ist mit Terra um einiges besser als ohne. Ja. Vermisst du Montenegro? Oder wie der Vieh hieß? Goldengo? Vermisst du den? Nee. Gute Entscheidung. Ich habe den in einer anderen Liga. Ich bin glücklich. Du spielst den Ich wollte ihn einmal in meinem Leben spielen, jetzt darf ich's und dann kann er von mir aus überall gebannt sein. Das ist genauso, ich würde niemals, wenn ich Kickbase spiele, kennst du Kickbase? Geht um Fußball. Ja, du, ja. Ja, ich würde niemals einen Spieler von Leipzig kaufen. Ich hab Ehre. So. Okay. Aber weißt du, wer noch Ehre hat? Das nächste Team. Ach, ist sogar noch ein Dortmund-Zeichen. Ist ja witzig. Haha. Ist Fußball geblieben. Das ist die Überleitung. Ich muss gerade gucken, wer ist denn da alles? Ich weiß auf jeden Fall, dass Maki und Prinz Otze. Das ist ein sehr komische Team-Konstellation. Warum? Weil der eine geil ist und der andere schlecht? Ja, so in etwa. Prinz Otze ist doch der Geile, oder? Ja, ja. Also ich muss jetzt auch einen Call machen, falls Prinz Otze, falls du diesen Talk hörst. Ich hatte ja mir selber die Wahl gestellt, wie viele TPL-Talks ich mache. Zeitbedingt habe ich mich auf 2 eingelassen. Und ich habe mir gedacht, Prinz Otze. Dich kenne ich schon ein paar Jahre. Zumindest, wir haben wahrscheinlich nie miteinander geschrieben, weil du immer besser warst als ich. Und das wird auch immer so bleiben. Aber ich habe mir gedacht, ich habe Bock auf jeden Fall, den im Talk zu haben irgendwann mal. Deswegen habe ich mich für die Tonbank-Division entschieden, weil Tonbank hat mich nicht gerissen. Ich glaube, Prinz Otze, du kannst dich ein bisschen gefühlt fühlen. Und ich hoffe auch, dass du auf jeden Fall die Zeit irgendwann mal nimmst, bei mir der Gast zu sein. Prinz Otze, I want you. Die Finchmäuse sind da im Ogerpan-Ofenmaske, mega schlapp OMS-Tier. Galala Schuking, Griffeldes und Maxax im A. So, Maxax ist so ein typisches Grippenmon, by the way. Mamuli, der Lycryodon und Schlurm, der Wurm im B-Tier. Donphan, Chanera, Mimikma und Amoroso im D. Find ich cool. Das wäre so ein Mon, das siehst du nicht häufig. Natürlich Hausbruch, bla bla bla, aber warum nicht? Ich glaube, der ist sogar in 2 Divisions weggegangen, wenn ich mich nicht irre. Ja gut, aber was sind das ziemlich die anderen Divisions? Bei uns war er nicht weg. Ja. Was sagst du dem Team? Warum findest du, was ist an Maki schlecht? Kenne ich den? Ich kann mir manchmal gar nicht mehr. Mit wem hat er zusammen gespielt? Mit wem hat er schon mal zusammen gespielt, wenn der bei der TPL war? Das würde ich glaube, jetzt ist das erste Mal der TPL. Ja, dann hat er sich mit Prinz Otze, glaube ich, den perfekten Partner gesucht. Ja. Wie letzte Season? Ach nicht. Egal. Bei Maki ist das Problem, der ist ziemlich jung noch, deswegen. Jünger als Bäumchen? Ich weiß nicht, wie alt Bäumchen ist. Ich glaube 18 oder 19. ja, auf jeden Fall jünger. Wie alt ist Prinz Otze? Ich kenne ihn schon Jahre. Der muss jetzt mindestens auch volljährig sein. Otzi, was ist denn los mit dir? Warum holst du dir da? Okay. Aber lass über das Team reden. Wir schweifen zu sehr ab. Jetzt reden wir hier Stunde 30 und zum Ende haben wir nochmal 20 Minuten für das separate Projekt da. Also ich finde tatsächlich, das ist der schlechteste Kader. Echt? Ja, ich weiß nicht. Es kommt noch ein anderer, der vorletzte schlechteste Kader, so irgendwie. Okay. Kommt noch ein anderes Team. Ich weiß nicht, da fehlt die spezielle Offensive, da ist halt wirklich nur Amoroso da. Mamulida? Spielst du? Es ist tatsächlich gegen mich mein Band Mamulida gespielt worden mit Aquachat. Ich habe mich so aufgeregt, deswegen. Schön. Der Esko ist auch ziemlich gefährlich mit Schlappwand. Ja, sie haben halt diese Synergie mit Lashoking und Lycryodon. Ne? Ja. Das ist halt, kann halt richtig wehtun.
durchaus kann auch mindestens einmal noch den Regen raushören. Das wäre für euch Amoroso auch gut, glaube ich. Ergibt das Sinn, was ich erzähle? Pokewiki, mein bester Freund. Amoroso. Wer weiß denn schon die Fähigkeit von Amoroso, Alter? Weak Amor? Nee, Deutsch bitte. Das kann ja jeder sagen. Hier, irgendwas mit Bruch, ich weiß. Bruchrüstung, ja? Bruchrüstung, ja, genau. Ja? Die andere weiß ich nicht. Ja, Panzerhaut und Wassertempo. Ergibt Sinn, was ich jetzt habe. Ja, ja. Okay. Geil. Könnte sein, dass Mega Supex mich ein bisschen verändert hat, seitdem ich hier spiele. Ja, ich war verunwundert, dass ihr Regen gepickt habt. Wie auch. Keine Ahnung. Also wir wollten, witzigerweise hätten wir sowieso Pelipper genommen. Ich weiß nicht, warum Sky den wollte. Habe ich vergessen. Aber dadurch, dass Donphan uns weggepickt wurde, das hast du ja, glaube ich, gehört, haben wir es für Mega Sumpel gespielt, was viel besser ist. Also, holy moly. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Du hast hier, Pyro hat mir ja geschrieben, dass so ein starkes Team hatten wir, glaube ich, noch nie. Also hast du nicht erwartet, dass wir ein starkes Team draften. Ist das richtig? Das habe ich nicht gesagt. Ich war nur verwundert, dass ihr Regen gibt. Okay, gut. Gut. Gibt es noch was zu das Team zu sagen? Ich weiß nicht. Mimikyu ist cool. Auch wenn der nicht so gut ist, leider. Ja, Lebenorb, einmal hauen und dann ist gut. Beulenhelm am besten noch. So typisch. Ja. Ja, ein bisschen Willow raufhauen, das ist gut. Läuft jetzt schon. Ja, Griffhörde ist solide. Maxack hat man schon bei Grippin gesehen, bei Dairin, nicht Grippin, Grippin ist der schlechte von den beiden, da bei Dairin gesehen, dass der Work macht und Maxack ist so ein, gibt manche Monster, die sieht man und denkt so, das ist die Person, genau. Ja, gut, Flinsmäulchen, zweitschlechtestes Team, der hält aber einen Apfel in der Hand, könnten die Überreste sein, wenn man es abnagt. Das geilste Logo wahrscheinlich in dieser Season und es wurde, weißt du, wer alles an dem Tag da war und wer es hundertprozentig gestellt hat, weil du bist ja informationsreich. Also ich glaube, das haben Doc und Sammy die zwei Logos nur gemacht. Okay, also war GGX gar nicht dabei? Ich weiß es nicht, ich habe nur gesehen, dass die zu zweit nur im Talk waren. Ich sehe so sehr Doc da drin, das hat Doc gemacht. Und ja! Und es ist so geil, weil es so plump ist. Ich liebe Plumpe. Sind wir schon mal uns einig? Wir sehen auf jeden Fall Osaluna, Blutmond und Snebuna im S-Tier. Das ist speziell und physische Offensive. Filinara, Breduradon. Oh Gott, wieder so ein. Warum merke ich mich sowas nicht? Im A sowie Mega Bibo haben die gepickt. Okay, Kubalium, Entei, Hisui, Vashaquil, Aranesto, Amigente, Ordis. Natürlich darf man normale nicht spielen. Moride, Moruda, eins der besten Pflanzengeistmonster, die ich kenne in meinem Leben. Und ich liebe es. Und Elevoltec im D-Tier. Ja, sag mal was. Der Kader ist schlecht, weil die Kobalium gepickt haben. Warum? Ich weiß nicht. Also die haben es gut gemacht. Sie haben sich noch einen zweiten Stil dazu gepickt, weil Kobalium nicht der Stil ist, den du haben willst. Vielleicht auch drei, weil Ordisk Amigento. Ja, okay, drei, entschuldige. Ich weiß nicht. Also ich sehe den mal anderen ab und zu was machen, aber sonst ist das so meh. Wie oft hast du in deinem Leben schon Osaluna Blutmond Offensivweste gespielt? Ich habe das mal noch nie gespielt. Dann hast du was verpasst. Spiel mal, bitte. Danke. Wir wollten ihn picken, aber der ist, glaube ich, direkt First Pick oder so bei uns weggegangen. Ja, First Pick. Die waren als erstes dran und haben dieses gepickt. Ja, genau. Ja, cool. Ja. Mega Beedrill auch wieder mal zu sehen. Hat man irgendwie. Das erinnert mich ein bisschen an, Gott, wie hießen die beide? Oh, fuck, fällt mir der Name nicht ein. Schade, ist schon ein paar Seasons her. Erzähl mal weiter, ich guck mal, vielleicht finde ich das Doc noch. Delmais ist wirklich bestes Ghost Grassmon. Amigento Oldisk ist interessant. Aranestro ist sehr geil. Weil? Ja. Weil? Warum ist Aranesto so geil? Die Fähigkeit ist gut. Es kann offensiv als auch defensiv spielen. Und vielleicht ist Bug einfach mein Lieblingstyping und deswegen. Okay. Ja, jeder hat ja seine. Ich witzigerweise, ich habe ganz random gerade. Ich habe letztens dieses Instagram aufgehabt und dann kriegst du mal Videos vorgeschlagen. Und dann wurde mir so eingegeben: Ja, dein Mon, den Monat, wo du Geburtstag hast. Oder aha. Dein Typ, ne? Das war auch Käfer bei mir. Oh. Ja, wir sind Käferverwandte. Shinx und Paddes. Mega Bibo hat die einmal, glaube ich, beides hat gut Work gemacht. Deswegen habe ich typisches Mon wieder. Hörst du, siehst du, denke ich an bestimmte Spieler. Es ist
Ja, ja, das stimmt. Das ist so cool manchmal, ne? Ja. Die alten Zeit, wo noch Sammy und TJ zusammengespielt haben und nicht Champion geworden sind. Ja. Season 3. Oh, schön, cool. Ja, gehen wir weiter, oder? Ja. Was interessiert uns die Vergangenheit? Wir reden nur über die Zukunft. Und die Zukunft ist auch dieses Team. Alter Falter. Oh. Ich habe das Logo irgendwo schon mal gesehen. Ich kann es aber nicht zuordnen. Warum kommt mir das so bekannt vor? Weißt du? Ich weiß es nicht. Nee. Schon. Weil mir sagen, also Gerbs und Lisch kenne ich, ne? Der hat schon mal gespielt. Mhm. Lisch. Aber. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Also Lisch. Du bist, glaube ich, manchmal gönnst du dir sogar diesen Trash hier, deswegen, ja. Espinodon, geiles Mann, wie Mega Glurak Y, der auch hier weggegangen ist. In S-Tier, Hisui, Atmurai, Koplose, Kriegflügel im B. Ah, Galasmog mit Voltrian und Hisui Dressella. Hisui Dressella würde ich auch gerne mal spielen, mich ehrlich. Bronzer Mantax, Sanaconda im C. Und DTS Gewaldro. Profitiert Gewaldro ja von Glurak, klar, fühle ich. Ja, ja. Koplose kann natürlich auch Bock machen, aber. Wir hatten ja, glaube ich, einen Chanaira schon gesehen, einen Ordoch haben wir gesehen. Wir sehen bei euch einen Hightaira. Ich glaube, 3 Spieltage, also wenn die nicht dumm sind, Koplose, ich würde zu Hause lassen. Wobei, du kannst den auch physisch spielen, der hat nicht schlechten Attack. Ja, aber die können ihn doch wallen. Chanaira schon, aber ein Hightaira wird schwierig, wenn der physisch kommt. Mit Fluchtknopf. egal. Ja, die haben den alten Falter, die Kriegflüge dabei. Das ist, also yeah. Logo ist cool. Sieht nice. Ihr habt schon deutlich schlechtere gesehen. Euers. okay. Kennst du Johnny Sinsala? Nur aus eurem, aus eurer Folge. aber du wusstest nicht, woher der ist. Nee. Okay, frag mal Sammy. Okay. Kannst du, ist er gerade da? Kannst du ihn fragen? Der ist gerade im Video schauen, ich will ihn nicht stören. Oh, okay, dann stören wir nicht. Gut, dann reden wir über das Teamwetter. Wir haben ein geiles Megamon. Ja, aber okay. Ich finde, das ist der schlechteste Kader. Das ist der schlechteste Kader, okay. Ja. Yeah. Weil die keine Hazard Removal haben. Du hast Weezingala, ja. Mhm. Der muss aber dann fast jeden Spieltag mitkommen. Mhm. Und wenn er da mal kein Matchup hat. Dann ist da Mantine noch, ja, das ist halt ein C-Tiermon. Mhm. Weiß ich nicht, wie man auf den mitnehmen will. Und dann hat man halt den Sunsetter, der eine FIFA Croc Week hat. Der kommt 50%. Ja. Aber die können ja auch den Sand selber rausholen, dann spielen sie anders. Play. Was haben sie davon, wenn sie den Sand rausholen? Was? Also, siehst du den Sand? Nee. Dann spielen sie doch safe die andere Fähigkeit. Die, pass auf, Expidermis ist. Ja. Das ja. ist das Einzige, was Sinn ergibt, oder? Also du nimmst doch nicht Voltrian, Glurak, Dressella mit und den kleinen alten Fighter hier, um denn den Sand rauszuholen. Nee, genau. Und by the way, Spinner im C-Tier, ich sag nur Froyal, ne? ja, also ich sehe, was du meinst. Das Team ist, glaube ich, strong. Hätten sie nur mehr von dem, was du gerade gesagt hast, ja. Ja, und die Defensive ist auch ein bisschen. Bronzer muss zu viel machen. Genauso wie Weezing. Es ist ziemlich offensiv. Also ich glaube eher, dass die mehr HO spielen werden als das Defensiv. Und Hisui Dressella ist scheiße. Du bist viel zu... Übernimmst du meinen Part? Ich verstehe das nicht. Ich habe den einmal gespielt, den habe ich mit Vipo gespielt. Der hätte einmal was hitten müssen, dann hätten wir gewonnen. Er hat natürlich nicht getroffen. Ja, aber das lag daran, dass du mit Vipo gespielt hast. Und seitdem hatten wir ihn nicht mehr mitgenommen. Okay. Cool. Alter Falter, wir gehen weiter. Floristic Dancers, das ist ein schönes Logo. Wurde auch kurzfristig eingereicht. Flori und Wolle. Floristic. Ich glaube, ich vermute. Du kannst mich unterbrechen oder sagen, nee, stimmt nicht. Aber ich glaube, dass Floristic ist an Flori angelegt. Ja, ist es. Gut, okay. Boreos T und Zeraora im S-Tier, Nidoqueen bei Londa und Megasobrius. Ah! Milotic, Milot, Miolueta, Flampivian und B, Fapivines, Ampidiffe, das ist einfach von Sammy letzte Season abgeguckt, Forsaker im C und Megani. Ja, gut. Ist das nun gut? Megani? nee. Besser als die Sweet Seller?
Ja, das aber. Okay. Weil man den defensiver spielen kann wahrscheinlich, ne? Ja, aber dem fehlt die Courage, das ist. Okay, okay, okay. Was sagt ihr das Team? Das Team ist ziemlich gut, denke ich mal. Also ich sehe Flampivian, der kann Work machen. Ja, Klebenetz, da ist die Ente. Aber da ist die Ente, die ist cool. Das ist, also seit letztes Season, glaube ich, es ist für mich so ein Jeremy, Mann. Ich glaub, Jeremy kann genauso dastehen. Glaube ich, das würde voll süß aussehen, glaube ich. Die vermisse ich ein bisschen. Ich glaube nicht, dass das so süß aussieht. Also Props am Jeremy, immer noch für mich ein TPL-Highlight, das der Song mit Andy. Ne? Also, wo ist denn eigentlich Andy diese Season? Hat der einen anderen Namen oder spielt er gar nicht? Da ist was in einer anderen Liga passiert, der ist nicht mehr so aktiv auf dem Server. Der hat basically seine letzten Spiele in der Liga nicht mehr gespielt. Ich glaube, da ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob er gebannt ist oder irgendwie sowas, aber Free Andy. Auf jeden Fall. Free Andy. Hallo. Wie kann man Andy bannen? So ein toller, sympathischer Mensch. Naja, der hat halt viele Strikes deswegen kassiert, weil er seine Spiele nicht gemacht hat. Ja, aber da bannst du doch keine Menschen. Ich weiß es nicht, ob er gebannt wurde oder nicht. Also wenn er gebannt wurde, möchte ich bitte das. Gut, ich habe hier nichts zu sagen, aber also bitte. Das ist ja also ich glaube nicht, dass er gebannt ist, ne? Aber hoffen wir's. Heißt der immer noch Andy? Ja. Aber ich kann jetzt nicht auf den anderen Server gehen. Wir sind ja auf den. Das Witzige ist, ich habe mir gedacht, wir gehen heute auf den alten TPL-Discord-Server, um diese Voice-Aufnahme mit dir zu machen. Haben wir über das Team schon geredet? Noch nicht wirklich. Naja, da reden wir noch mal kurz. Komm, Milotic ist geil. Bitte, offensiv spielen, danke. Ja, mit Coil oder sowas. Ja, Coil, genau. Ja. Nidoqueen ist cool. Ja, das, da gebe ich dir recht. Zu Beardis mag ich, seit ich den einmal selbst gehabt habe, in keinem Stall-Kader. Miloetta finde ich interessant, den sieht man irgendwie nicht so oft. Mhm, stimmt, ja. Sonst das S ist auch strong, meinte ich. Ja. Du kannst U-Turn, Wortwechsel. Bei Landorian kann wahrscheinlich auch Flip-Turn. Lotik kann Flip-Turn. U-Turn. Ja, die haben viele Turns, ne? Ja, ja. Das ist ganz, ganz cool, glaube ich. Ja. Nee, also, es ist auf jeden Fall, sollte man die nicht, wie sagt man, unterschätzen. Auf jeden Fall nicht, nein, also ich. Du sowieso die nicht, weil du spielst ja gegen die. Ja, nee. Ich habe also sehr Respekt vor dem, weil die beide eigentlich ziemlich gute Spieler sind. Wolle? War der nicht letzte Season mit Passport? Das weiß ich nicht. Passport, wo ist Passport? Der war toll, hat eine schöne sympathische Stimme. Egal, nächstes Team, das ist PokeNP. Der, glaube ich, dümmste Name für mich in diesem in eurer Season. Das Logo ist, glaube ich, irgendwas mit Dungeon and Dragon oder sowas. Oder irgendwie, wo man Würfel wirft. Hier diesen, wie heißt das? Hier, Roleplay, ne? Ja, so sowas, glaube ich. Ja. Es ist irgendwie angelehnt. Ja, also das ist okay. Aber der Name PokeNP, nee. Holt mich nicht ab. Aber was mich abholt, ist Katapulta und Terrapagos Terra im S-Tier. Kann man den nur Terra spielen? Wenn der reinkommt, dann verwandelt er sich direkt in die Form. Stimmt. Showdown, Random Battles hat es, glaube ich, irgendwann mal schon gegeben, dass ich gegen das Team muss und ich keine Ahnung von dem hatte. Okay, Panzer Aeron, Lamus in Diktri im A-Tier. Diktri, okay. Nachtara, Akani, Bisaflor im B. Elisat, Capoeira, Kurelei im C-Tier und Zubiris. Da haben wir auch nach dem Mega auch das Normale zu sehen. Mhm. Ja. Defensive solide, sage ich. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe da 5 Monster und 6 sogar, die mir. Das Terra spielt man das eigentlich defensiv? Boah, das kannst du defensiv, offensiv spielen. Das hat halt CM mit Terra Sternhagel, böllert das alles um, was kein Geist ist. Oder Stil, also das ist schon. Das ist. Böse. Böse, ja, böse. Ja. Also dieses Panzer-Aeron Lamus-Core ist auch böse, sag ich. Ja, wobei Panzer-Aeron ein bisschen
passiv ist. Du kannst ihn auch offensiv spielen. Nein, du kannst ihn auch offensiv spielen. Hallo. Natürlich kann ich auch Bruchrüstung. Ja. Bruchrüstung. Ich kenne halt Nox, der wird ihn nicht offensiv spielen. Ja, wo du Nox gerade sagst, perfekte Mann nach Tara. So ja, und Sableye ist auch ein Noxmann für mich. Ah, okay. Ach so, wir reden ja gerade über Nox und Fabula Kala, scheiße. Ich habe gar nicht Kopie bewertet. Ja, typischer Noxmann. Ich habe auch den Draft, wo ich den gesehen habe, Nox dran und pickt nach Tara, dachte ich mir so, natürlich. Das ist so ein Mann, was er kennt, deswegen nimmt er es immer. Ja. Naja, ich glaube, er möchte immer eine Evolution picken, hat er irgendwann mal gesagt. Ja, aber es bleibt immer bei nach Tara fast hängen. Ja, der hat da auch schon mal andere gepickt, aber das öfteste ist ja. Nach Warum Tara. Nicht hier vor die Poba? Nox. Ach, wenn dann ein Glaziola. Ja, aber ja, auch cool. Ja, cool. Was auch cool ist, ist Akani. Bitte einmal mit der Attacke spielen, wo man alle seine Typen verliert. Oh, ich Burn up. Ich liebe diese Attacke, ne? Ja. Das ist so das ein. Ist ich cool. habe den einmal gespielt. Und das war so der Überraschungseffekt durch. Jetzt kennt man den, jetzt weiß man, ne, so. Aber ist schon geil. Ja, ist cool. Ist schon geil. Ja, cool. Ich finde auch Dictree im A mit Wegsperre oder Auswegslos. Ausweglos war es, glaube ich. Ja. Böse, sag ich. Ja, auf jeden Fall, aber wird halt leicht revenged. Bist du, nee, machst du einfach Kristallisierung Flug und schon hast du kein Problem mehr. Die haben doch Terramon, da können wir doch jetzt. Das hätte eigentlich gar nicht erlaubt werden sollen, weil dürfen wir nicht kristallisieren. Im Endeffekt muss das Mon unterdrückt werden. Oh. Das ist halt so die Fähigkeit von dem, dass er direkt in den Modus reingeht. Ja, was ist das? Terra ist doch verboten. Die also gibt Nox jeden Spieltag, wo du es mitnimmst, hast du einfach schon verloren. Das ist einfach jede Woche kriegst du einen Strike, dann wirst du gebannt. Krass. Ja, nächstes Team, es ist King of Games. King of Games. Das sind einmal Leon Drachenmeister und Krypto. Leon Drachenmeister, was für ein krasser langer Name. Ich suche kurz raus. Wo ist denn das verdammte Team? Da sind sie. Ich lese kurz vor. Mega Kangama. Kapuriki im S-Tier, Empoleon, Togekiss und Zytomega im A, Libeldra, Gortrum, Fuego im B, da hast du das Gortrum, was du gerne haben wolltest, Banneby, Frostetia, Gastrodon in C und Toxiquack, auch wieder so ein Mann. Sieht man nicht so häufig, deswegen ist cool und ich habe erst nochmal gesehen, Mega Kangama wurde als erstes von denen gepickt, also die hatten voll Bock auf den. Ja. Voll begeistert bist du. Das sind unsere ersten Gegner. habt ihr schon gespielt? Nee, wir spielen cool. Morgen erst. Ja, warum auch nicht? Habt ihr bis dann doch Zeit. Deswegen. Ja. Also, deswegen cool. Das Logo ist alles an Yu-Gi-Oh! Angelegt, glaube ich, ne? Ja. Wie heißt das fluffige, fällige Vieh? Kuribo. Oh, du weißt ja, ich bin alt. Das hat dir Sammy wahrscheinlich erzählt. Du hast das auch schon oft genug erwähnt. Ich hab. Gar nicht. Wenn du die Folgen dir nicht anhörst, hörst du es zum ersten Mal. So. Und ich glaube, ich habe. Damals, wo die erste Staffel rauskommt, war ich jung, ne? Und ich habe das Ding, ich finde das süß. Ich mag das. Also ich finde den total toll. Ja. Und sonst ist Yu-Gi-Oh! Eher so nicht mein Ding, aber ja. Ich finde den Anime gut, das Kartenspiel ist zu kompliziert. Die ersten zwei Staffeln, glaube ich, ne? Ich hatte mal so eine coole Karte damals geschenkt bekommen, die konnte aber nichts. Der sah geil aus, aber kann nichts. Ist, bei Pokémon sehen die scheiße aus, können auch nichts, aber es. Gut, Kapuriki. Wir haben zwei Feen im Team. Interessant. Drei Feen, glaube ich. Ja, drei Feen. Wow, ja krass. Stimmt, Bunnaby. Doppelterrain mit Coco und Rillaboom. Krass, sieht man auch nicht so oft, und ne? Kein Abuser, was schade ist. Ja, doch Empoleon kriegt weniger Erdbebenschaden. Ja. Ja, stimmt. Musst du einfach mal Earth Power. Ja, Earth Power ist halt. Aber der kriegt gutes Bediff, alles gut. Ja, Toxic Fuck dasselbe, ne? Das profitiert ein bisschen. Fuego. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ja, so ein Poco. Ja, okay, Fuego bekommt eh keinen Schaden, der hat Intimidate. Speziell, hallo? Ja, okay. Ach ja. Libeldra sieht man nicht so häufig. Auch ein tolles Mon. Ich sehe den irgendwie so oft. Ja. Ja. Da spielst du zu viele Ligen. Es kann vielleicht. Also, wie viel hast du zur Zeit offen? Weil ich glaube, letztes Season hatte ich so viele, die ja, ich spiele einfach sieben gleichzeitig, wo ich mir denke, what? Sieben? Ich habe vier und die sind mir schon zu viel. Ja, mir sind eines mir schon fast zu viel, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gesagt, eigentlich nur drei und dann ist Sammy angekommen, ja, team doch bitte mit Benjamin. Ja, jetzt sind es vier geworden. Ja, also ist der Schutt, dass du dabei bist?
So in etwa, ja. Dann sage ich Dankeschön, Sammy, weil es macht sehr Spaß, bis jetzt mit dir zu reden. Dankeschön. Team King of Games, Leon Drachenmeister in Krypto kriegen einfach nicht so viel Aufmerksamkeit. Wir gehen weiter. Ghostbusters. Hast du die Filme gesehen? Nee. Gar keinen? Mm-mm. Okay, ist nicht schlimm. Kagoron und Mega Visa Floor MS hier, Voltros TMA sowie Star mit Mammutel, Alola Slimeock Flogus, Oafnir im B, Metang Flambirex und OG Ognatol im C und Volvok Nacht im D-Tier. Das ist so ein typisches Mammon, by the way. Wenn wir schon über die ganzen Abend drüber reden. Ich finde das S hier mega strong. Ist unser Kagoron, das wir wollen. Ja, er ist halt früher gepickt, selber schuld. Du hast doch Sammy, der hat doch die Draft-Reihenfolge gemacht. Die kann man doch manipulieren, oder nicht? Wir hatten ja Boulder als First Pick gehabt. Boulder? Ja. Boulder. Der ist halt nach uns in der ersten Runde weggegangen, wo ich mir dachte, warum pickt man den so früh? Ja, aber das ist doch dann eure eigene Schuld. Ja. Ja, Boulder ist ein typisches Second-Round-Pick, wenn man Kapo-Riki gepickt hat. So wie wir. Ich will nicht nochmal Riki spielen. Ja, es stimmt. Sky eigentlich auch nicht, aber wir haben es zum dritten Mal. Ja, gut. Kann man nicht verstehen. Dieser Mensch, ey. Einfach manchmal total lost. Alola Slimeock liebe ich. Ich auch. Das ist so ein tolles Mon. Ist richtig geil. Oh. Metang ist Sami gut. Ist auch gut. Habe ich noch nie gehabt, aber der ist so. Das würde ich sogar fast sagen. Sami ist so ein Semimon. Weil der hat, glaube ich, mindestens zweimal gehabt. Und irgendwie habe ich den im Hinterkopf da. So Sami sehe ich Sammy. Keine Ahnung wieso. Ich spiele ihn aktuell in einer anderen Liga. Wie hast du ihn genannt? Boah. Müsste ich jetzt kurz nachschauen. Ja, wie stehst du generell zu Name Theme? Ich versuche, immer eins zu haben. Gut, wunderbar. Entweder nach einer Serie oder einfach irgendwie nur random. Es müssen eigentlich Menschen, die keine Spitznamen verteilen, eigentlich Strikes bekommen und gebannt werden, bin ich ehrlich. 6-0, einfach 6-0 immer. Ja, 3-0 reicht mir auch aus. Hauptsache gewinnen, ne? Und ich kann die Kills verteilen, wie ich es möchte. So wie es gehört, ja. Der Zugriff zum Dokument. Ha, cool. Flambirex, cool. Mammutel, ja. Cool. Uafni, cool. OG ist für mich ein bisschen schlechter als Echner toll. Aber das ist persönliche Meinung. Florges kann cool sein, wenn man es gut spielt. Und Wolverock profitiert der. Der wird wahrscheinlich einfach nur jede Attacke treffen wollen. Diese Fähigkeit, die mir entfallen ist. No Guard. Deutsch? Auf Deutsch weiß ich es nicht. Wir bleiben bei No Guard. Ja. Cool, Logo. Achtlos, oder? Achtlos ergibt Sinn, ja. Logo kann man noch sagen, ist eins der schöneren, ne? Weil ja, da wurde sich auch ein bisschen Zeit reingedrückt, würde ich sagen. Die sich ein bisschen mehr zu gönnen. Mm, die haben das sich aber machen lassen, das weiß ich auf jeden Fall. Das ist ja nicht schlimm. Frag mal. Na, es ist nicht schlimm. Frag mal Johnny Simsala, was er davon hat. Ah, shit. Ich muss erst mal Skylandi nach dem Talk sagen, was das bedeutet. Ah, das ist schön. Sammy kann es dir nach dem Talk auch gerne sagen. Cool. Ja. Dann kommen wir, ich habe gerade gefunden, wie ich das genannt habe. Ich habe es Bella genannt. Das Bella. Ist eine Anlegung an Findet Nemo. Da gibt es ja den Sieg. Ich dachte schon, du gehst aufs Twilight. Nee. Hast du schon mal ein Twilight-Name-Team gemacht? Nö. Oh, warum nicht? Nie geschaut. Bist du Team Edward oder Team... Nee, ich hab die Filme nicht geschaut. Okay. Spoiler, der letzte Film ist cool, bis zu der Stelle, dass alles ausgedacht wurde. Okay. Also ich spoiler die Filme, weil der 20.000 Jahre alt ist. Es sterben Charakter, wo du denkst, oh krass, der ist tot. Dann hast du eine Typenfrau, die den einen berührt, deswegen zeigt sie die Zukunft. Und dann sagen sie, ja, okay, wir gehen wieder. Das ist so. Ich habe im Kino damals mit meiner Ex-Freundin gesessen, dachte mir so, was soll der Scheiß, Mann? Gut. Wir kommen zum letzten Team. Es ist Loving Meowtix. Das war eins der Teams, die auch zum Schluss noch das Logo eingereicht haben. Zum Glück, würde ich sagen, weil Selina, die kennst du ja. Und T-Star kennst du auch, oder? Nee. Kennen die sich, oder was ist da los? Weil du kennst ja Selina. Keine Ahnung, ob sich die kennen. Seid ihr noch befreundet, nach letzter Season? Wir schreiben nicht mehr nach. Seid ihr nicht mehr befreundet? Was heißt nicht mehr befreundet? Wir schreiben halt nicht mehr. Wir haben. Du bist zu weit weg gerade. Du hast gerade den Skylani gemacht. Entschuldige. Ja, du musst. Spannung gibt's hier nicht. Ich sitze ja auch nah am Mikrofon und kannst richtig mal deinen Rücken, den Sam dir sowieso versaut,
Kannst du einfach mal hier mir ein bisschen bringen. So. Maskagato Galasaptos im S-Tier. Ist es denn für dich eine Wohltuung, wenn du diese Season gegen die gewinnst? Ja, nein. Antwort bitte. Bestimmt. Okay, Eisenrad, Latios und Anigo im A. Beatori, Azugladus und Aquana im B. Sablarang ist ein geiler, dummiese, in C. Und Duralu dann in C. Also, Aeropteryx, den liebe ich. Den liebe ich, weil der geil ist. Der hat eine scheiß Fähigkeit, aber dadurch, dass er so eine scheiß Fähigkeit hat, deswegen finde ich die cool. So. Ja, das ist... Ja, cool. Was sagst du dir? Galazaptus mal wieder zu sehen. Den habe ich ewig nicht mehr gesehen. Nee, mag ich nicht. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Season erinnern kannst, aber mag ich nicht. Das ist Deku und... schieß mich tot, wie der damals hieß. Nee, mag ich nicht. Okay. Hat dann, kann ich mich nicht erinnern. Hat dann uns gekrittet oder geflincht, eins von beiden, mag ich nicht. Hat uns halt so... Da, wo die Playoffs waren, ne? Mag ich nicht. Ja, ich... Ja, da... Mag ich nicht. Das ist ein bisschen... Mag ich nicht. Azugladus sieht man nicht so häufig, glaube ich. Nee, auch nicht, das stimmt. Aber der ist auch cool, der hat ein cooles Design. Ja, das stimmt, ja. Hübscher als das andere Vieh, ne? Ja. Wie heißt das? Chimanzo. Chimanzo ist sogar der deutsche Name, ne? Nee, ist der englische Name, ne? Egal. Egal. Beatori ist ein Mon. Ich sehe es auch in anderen Division. Der claimt immer irgendwie mindestens einen Kill, wenn es mitkommt, geführt. Ich weiß nicht, wie das Ding das hinbekommt, aber irgendwie sehe ich immer ein Kill, zwei Kill, ein Kill. Ich verstehe es auch nicht. Also es ist gut defensiv. Es ist auf jeden Fall das, was am meisten gepickt wird von den dreien, weil es ein gutes Typing hat. Ja. Wir wollen... Wollten es auch haben, hat dann nicht gepasst. Habt ihr überhaupt mal bekommen, was ihr wolltet? Ja, Boulder. Ja, First Turn, ja, schön. Das ist wunderbar, das freut mich für dich. Eins von 12. Ich weiß noch, wir wollten Weezing Galar, der ist uns gesniped worden und dann ist danach direkt Beatori gesniped worden und dann hatten wir keinen Ersatz dafür. Ja, das ist natürlich wack und böse. Ja. Da schieben wir einfach den anderen in die Schuhe. Ja. Solides Team. Geht besser, geht aber auch deutlich schlechter. Defensiv ist da, offensiv ist da. Ich fühle es ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich mag Amigo. Ja, der kann Work machen. Das ist ein Northmon für mich. Wenn du den Stil wegbekommst. Ja. Wobei mit HPs, ich weiß nicht, ob der HPs kann. Müsste, oder? Boah, das ist eine gute Frage. Ich hab grad Showdown offen. Schnell mal ein Team erstellen. Nee. Muss NutDexDraft 9 eingeben. Der hat HPs tatsächlich. Ja, siehst du? Ja, man darf auch HPs in dieser Season spielen. Ne? Ja, das wie. Dann ist der. Dann toucht der auch Steals. Touchy, sein einziges Problem. Eine Qualle toucht gerne, das passt auch wunderbar. Schön. Wir haben wahrscheinlich viel zu wenig Input für die Teams gegeben, aber hey, was habt ihr erwartet von mir? Von Ray ein bisschen mehr, aber das ist uns doch egal. Wir kommen zum Wichtigen. Kuderin, worauf du dich gefreut hast. What is that, Johnny? Oder wie dein Freund sagt oder dein Verlobter, Shaney. Weirder Typ. Wissen die einen Leute, dass ihr jetzt verlobt seid? Oder habe ich jetzt einfach gedroppt? Viele wissen es, ja. Viele. Viele haben euch hoffentlich gratuliert. Noch auch mal ja, von mir ja, aus. Ja, natürlich. Ja, von mir aus nochmal. Okay. Er hat die beste Entscheidung seines Lebens getroffen, du wahrscheinlich nicht. So sage ich das zu meiner Frau auch immer. Deswegen kann ich das. Ja, wir spielen ein Spielchen. Oder ich habe mir was überlegt. Du, Sammy, Cero wussten vorher Bescheid und ein bisschen Pyro, wenn der sich noch erinnern konnte. Worum es geht. Du konntest dich zumindest ein bisschen vorbereiten. Für Menschen, die Folgen natürlich nicht gucken, können sich gar nicht vorbereiten. Das macht es für mich noch ein bisschen witziger. Wenn ich immer frage, ja, hast du schon mal eine Folge gesehen? So, nö. Okay, cool. Dann hast du jetzt Spaß. Bitte sehr. Fang damit was an. Das war letztes Season sehr oft der Fall, deswegen cool. Vier Pokémon kommen jetzt. Die hat alle meine Frau gemalt. Die heißt Shani. Deswegen, what is that, Shani? Oder Shani, wie man möchte. Und sie hat... den Namen bekommen, den deutschen Namen. Ihr könnt mir natürlich auch den englischen sagen, weil du warst heute eh generell auf Englisch unterwegs, deswegen wird das wahrscheinlich eher heute der Fall sein. Genau. Dann hast du die Möglichkeit einzulocken und dir 5 Punkte zu ergattern. Wenn du dir unsicher bist, dann gehst du auf den Tipp 1. Das kann ein schwerer oder ein leichter Tipp sein. Und wenn du immer noch dir unsicher bist, gehst du auf Tipp 2.
Wenn du dann das Monarets kriegst, du halt noch einen Punkt. Bei Tipp 1 wären es 3. So ist die Regel. Und wenn du aber sagst, ich gambe das bis zum geht nicht mehr, wie Skalani das mit manchen anderen Mons gemacht hat und oder halt einen Tipp 1 noch angefragt hat, wo er das eigentlich schon wusste, ist das Mon weg, wenn du falsch hast. Das heißt, du kannst bis zu 20 Punkte regenerieren und am Ende der Season gibt es wieder etwas zu gewinnen. Das müsstest du, glaube ich, auch wissen, weil dein Partner redet doch hoffentlich noch mit dir, oder? Davon habe ich jetzt nichts gewusst. Okay, dann ist es cool. Sonst hätte ich gesagt, halt die Gusche, weil das wird nicht verraten. Ja. Und dann kommen wir eigentlich zum Prozedere. Ich frage dich, ob es losgehen kann. Jo. Deswegen würde ich sagen, what is that, Shani? Oh. Oh. Ich würde sagen, also ich weiß ja, was noch von Mons kommt. Das habe ich auch schon an bei Sky gesagt. Es kommt deutlich pottenhässlichere Mons. Und es ist dir persönlich gelungen, würde ich sagen. Was, oh, ich was ist dein erster Guess, ohne zu einzulocken? Ein Voltschuler. Okay. Stimmt da die Farbkombi? Ja, das bin ich gerade am Überlegen. Mhm. Meine Frau hat Typ, Name und Farbkombination bis höchstens 3 Farben hat sie bekommen von mir. Was es ungefähr angelegt ist, dass es halt Sinn ergibt, ne? Eine grüne Spinne. Eine grüne Spinne. Und Poke-Wiki und andere Dinge lassen wir natürlich zu. Ja, habe ich zu. Bei manchen denke ich immer, die nehmen sich so viel Zeit und denken leise, dass sie immer googeln. So schlimm manchmal mit der Menschheit heutzutage. Ja. Ey, was würde es mir jetzt auch bringen zu googeln? Naja, Spinnenmund. Grün. Kommst du Celebi? Ja. Boah. Ja. Du kannst, wie gesagt, jederzeit einen Tipp einfordern. Weißt du, ich mag es ja nicht, wenn ihr volle Punkte bekommt, deswegen. Ja, ich habe darauf gegabelt, aber das wird, glaube ich, nichts. Aber das Gute ist auch, ich will, dass du mehr Punkte als Sammy bekommst. Und ich bin ja an der Macht, dir ein bisschen zu unterstützen, aber nicht beim ersten Mond. Komm. Nee, ich bin nicht beim ersten Mond. Ja, komm, dann den ersten. Tipp 1? Okay, dann kommt hier Tipp Nummer 1. Fähigkeit: Superschütze. Superschütze? Mhm. Müsste man natürlich wissen, wie viele Mons Superschütze können. Ne? Mir fällt nur Octillery gerade ein. Sieht Octillery so aus? Nein! Ich sehe mal gerade, wie viele das können. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Und davon sind manche Entwicklungen. Also viele Mons können es nicht. Als Tipp ist sogar die versteckte Fähigkeit von den Fähigkeiten. Könnte ich auch nur sagen. Als Bonustipp. Aber das hilft dir wahrscheinlich auch nicht weiter. Nee. Nein. Ich komme von dem Voltschuler-Guess nicht weg und das nervt mich. Ist halt die Frage, ob du es gammelst, 3 Punkte jetzt einsackst oder halt nicht. Oder dir noch einen zweiten Tipp holst. Ne? Aber ich will dich nicht beeinflussen. Ich weiß halt, dass Voltschuler kein Superschütze hat. Dann wirst du nicht Voltschuler. Aber ich komme von dem Mon nicht weg, weil ich da halt eine fette Spinne sehe und dann denke ich sofort drin. Ja, natürlich. Weil meine Frauen hasst Spinnen. Oh Gott. Ja, dann nehme ich den zweiten Tipp. Okay, wir gehen auf Tipp Nummer 2. Gen 2. Passt ja. Tipp 2, Gen 2. Ist Weberak. Ist es Gas? Willst du nur mit mir kommunizieren oder lockst du ein? Ich lock's ein, es müsste eigentlich Weberak sein. Du lockst es ein, dann sage ich. Richtig, Weberak, ein Punkt geht auf dein Konto. Oh. Du gehst nicht mit 0 raus, das ist doch schön. Ne? Das ist mir nicht eingefallen, oh mein Gott. Ich glaube, es ist auch nicht schlimm, weil es gibt über 1000 Pokémon, da kann dir Weberak. Farbkombination ganz gut getroffen, würde ich sagen. Ja. Hat sie sich Mühe gegeben. Bist du bereit für Pokémon Nummer 2? Ja. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, es werden 4 Pokémon kommen. Doch, mit 20 Punkten habe ich schon mal gesagt. Okay, cool. Pokémon Nummer 2. Oder halt, was ein Pokémon sein soll. Oh, doch, sie sieht gut aus. Das ist hübsch gemalt. Sehr hübsch. Hm. Willst du einlocken? Willst du Tipps? Willst du mit mir reden? Es ist Pilippa. Es ist halt sehr offensichtlich. Es ist obviously. Warum? Ja, es ist ein Pelikan und Pilippa ist ein Pelikan, hä? Was ist mit einem Flamingo? Könnte auch Flamingo sein. Nein, ist kein Flamingo, es ist Pilippa. Ich lock's Gibt's ein. Rasadero? Okay, na gut. Wenn du der Meinung bist, du musst unbedingt hier so gamble. Tipp 1.
Golux. Golux, ja. Was heißt der Tipp? Was denkst du? Ja, ihr habt das Mann gepickt. Also warum schreist du mich denn jetzt an? Es ist verdammt noch 23:44, Mann. Tipp Nummer 2. Regenmacher. Ja. Es ist natürlich Benilda, klar. 5 Punkte auf Konto sind wir bei 6 angekommen. Pium, pium, pium. 6. Das heißt, du bist ganz gut dran, diesen CEO und diesen Sammy zu überholen. Finde ich ganz cool. Ist natürlich auch. Esmond hat sie irgendwo schon mal gesehen, gehört, da hat sie sich ein bisschen wahrscheinlich, oder Pelipper kann man da wahrscheinlich auch einfach ableiten, würde ich sagen. Daran merkst du, Weberak ist ein mittelstarkes Mon, würde ich sagen, um den zu erraten. Pelipper ist easy peasy, na, auch optisch schön gezeichnet, finde ich. Ja. Da hat sie sich noch Mühe gegeben, glaube ich. ja, deswegen 6 Punkte auf den Konto, finde ich gut. Wir gehen weiter mit Pokémon Nummer 3. Auch schön, sage ich. Ja. Das fällt dir da ein? Zickzack. Okay. Oder Geradax. Gibt es noch andere Mons, die so aussehen können? Was die Galar-Form von denen auf jeden Fall. Mhm. Ah, da passt die Farbgebung nicht. Würde ich auch sagen, ja. Wenn du dir, also wenn es halt keinen anderen. Wir sehen ja einen Dachs jetzt so gefühlt, ne? Also ich habe damals die Tiere vom Talarwald gesehen, so alt, da gab es einen Dachs. Also ich persönlich sehe da einen Dachs. Ja. Das ist halt die Frage, ob du jetzt gambelst, du kannst 6 plus 5 sind 11 Punkte, damit wärst du automatisch vorbei. Oder du holst dir Tipp 1, ich sag dir, ich weiß selber nicht mehr, was die Tipps waren, weil ich habe das vor ein paar Tagen gemacht, die Grafiken, deswegen kann ich dir nicht sagen, mach das, nimm den Tipp oder nimm ihn nicht. Es ist halt eine 50-50 für dich persönlich, jetzt, wie ich das raushöre. Deswegen musst du wissen, ob du gambelst oder nicht. Na? Das ist jetzt so dein Ding. Ich bin gerade überlegen, ob es noch was anderes Ähnliches gibt. Ja, ist eine gute Frage, ja. Google doch mal Dachs-Pokémon. Was man noch ableiten könnte, Dachsband, aber seine Frau hat halt deutsche Namen bekommen. Genau. Ja, was ist Dachsband auf Deutsch? Backel. Backel, ja. Ja, genau. Pottenhässlich, by the way. Ich mag's. Natürlich magst du das. Ja, du bist doch Köchin. Weißt du, was ja, das hat nichts damit zu tun. Ich bin keine Bäckerin. Ja, aber du hast doch was mit Brötchen bestimmt zu tun. Hast du schon mal ein Brötchen in der Hand gehabt? Siehst du, also hast du Backel lieb. So. Du hast doch auch ein Brötchen schon mal bestimmt. Nee, ich esse Cornflakes zum Frühstück, hallo. Ich lock auf jeden Fall Zickzacks ein, mir fällt. Zickzacks? Ja. Bleibst du dabei? Ja. Okay, Tipp Nummer 1 wäre gewesen, nicht Galar. Ja. Hast du gewusst. Tipp Nummer 2. Hundredex 12. Hätte dir der Tipp für was geholfen? Nee. Dann würde ich sagen, es ist Zickzacks. Mehr Punkte als Sammy. 11 Punkte hast du gesagt. Das finde ich cool. Ergötzt mich eh nicht geil, alleine weil er mich ja geflammt hat. Voll schweren Mons. Ich glaube, du hast akzeptabel schwer gehabt, weil 50-50 bist du jetzt eingegangen, ne? Hättest du auch scheiß Punkte, aber einfach 5 nicht kriegen können. Du rauschst gerade, ist ja widerlich. Ich bewege mich, entschuldige. Ja, das mag ich nicht. Deine Tonqualität hat sich hart verschlechtert. Gut, ich halte mich still. Bist du auf Toilette oder was? Nein! Ich hatte mal TJ im Keller. Bist du jetzt Ray aus dem Klo oder was? Nein. Okay, gut. Dann müsste ich dann mit dem, mit der Tonqualität deutlich Verschlechterungen einfach leben und wir gehen zum letzten Mon. Ist das okay für dich? Ja. Du könntest sogar Erster werden insgesamt. Aber okay. Wenn wir du hast jetzt 11, habe ich gesagt, ne? Wenn du einen Tipp holst, hast du 3 sind, wenn du es erraten würdest, ne? Also bei 14 hast du genauso viel wie Skalani, soweit ich weiß. Hat er 14 und 13? Weiß gar nicht. Vergessen. Sowas. Ich hab's drauf. Ah, es hat sich verbessert. Wunderbar. Cool. Das Mon. Das ist ein Banger, sage ich dir. Was ist dein erster Gedanke? Boah. Schwierig, ne? Ich muss jetzt kurz an Celeste denken, also am Vierer, aber fühle ich, ja? Fühl ich, ja. Warum macht es keinen Sinn? Weil am Vierer keine Flügel hat. Ja, aber das weiß doch meine Frau nicht. Das weiß deine Frau natürlich nicht, das stimmt, ja. Ist halt die Frage, ob man bei am Vierer am Fliegen denkt. Am Vierer. Ja. Amphibie, Flierer. Könnte sein, weiß nicht. Lilane Mons. Ja.
schwierig. Also es ist eins der Schweren. Dadurch glaube ich auch, dass du halt solide Durchschnitt hattest gerade, ne? Also Pilipa war klar. Da so ein schweres Rennen, das kann man mir nicht vorwerfen. Glaube ich ganz cool. Und ja doch, das kann man dir schon vorwerfen. Sei nicht Sammy, sei besser. Du bist frauenfeindlich. Ich? Hallo? Nicht in der Öffentlichkeit, nur privat. Ach so. ja. Ja, was denkst du? Erzähl mal. Boah. Mir fallen keine lilan fliegende Mons ein. Könnte Aerodactyl vielleicht sein, aber das fassen die Farben nicht ganz. Vielleicht, oh, wie heißt das? Naganadel? Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Oion? Ich weiß gerade nicht, was der deutsche und was der englische Name ist. Mikro ist die Vorentwicklung. Ja, keine Ahnung. Vielleicht. Aber ich bin ehrlich, ich hab ja die Pokémon-Namen gegeben, ne? Das ist eines der ersten, die sie gezeichnet hatte. Okay. Ich hab's mir danach angeguckt, ich wusste es nicht mehr, was es ist. Also wäre vielleicht ein Tipp gar nicht so ja, schlimm, ja, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ein Tipp wäre gut. Also erste. Tipp Nummer 1? Ja. Okay, Tipp Nummer 1 ist Typ Boden. Typ Boden. Also kann natürlich noch ein separater Typ dazu sein. Mhm. Bei Flüge könnte man sich denken, ne? Muss aber nicht sein. Kupidos vielleicht, da passt. Na, es ist kein Bodenmann. Ich habe gerade an Landorus gedacht und dann habe ich. Ah, Kupidos. Aber der ist. Oh Mann. Es ist zu spät. Typ Boden. Boah. Schwierig, sag ich. Ja. Brauchst du einen zweiten Tipp? Na, 12 Punkte ist nicht schlimm, ne? Also, solide. Sehr solide, ja. Ja, aber du gammelst halt, ne? Das kannst halt. Mir fällt nichts ein. Gib mir den zweiten Tipp. Okay, zweiter Tipp. Keine Immunität. Keine Immunität. Ja. Das hat mir jetzt nicht viel damit geholfen. Echt krass. Weil ich habe das Mon eigentlich so vergangenheitsmäßig mit dir in Verbindung gebracht. Und mehr sage ich nicht. Vergangenheitsmäßig? Ja. Soll ich noch was sagen? Komm auf nichts. Ein Tipp noch. Letzter Tipp. Du hast so viele bekommen. Ich bin ja ein Frauenhasser, oder was hast du gesagt? Deswegen kriegst du noch... ja, du hattest das mal als Team-Logo. Mit bei. Team-Logo? Ja. Das ist ja die Frage, wie viele Team-Logos du in deinem Leben schon hattest. Es war TPL auf jeden Fall. Mhm. Ich hätte jetzt gerne eine Antwort in 15 Sekunden. Tick, tack, tick, tack, tick. Ich komm nicht drauf. Ja, dann rate, weil wenn ich jetzt auflöse, hast du ja die Chance verpufft. So halt. So hast du nur eine Chance, ob du jetzt nur einen bekommst oder keinen Punkt. Ist ja egal, gefühlt. Ich hätte mich gleich so ärgern, weil ich nicht drauf gekommen bin. Ja, natürlich. Aber ehrlich, ich sehe da auch das Mon nicht in der Zeichnung. Komm schon, sag was. Typ Boden, hat Flügel, keine Immunität. Es ist halt so unlogisch. Warum sollte der als Bodentyp keine Immunität haben? Ja, sag ich dir gleich. Sag was. Ich sag Donphan, keine Ahnung. Das ist falsch, Mann, das ist Gorgro. Ah, Gott. Warum keine Immunität, hä? Warum? Weil die Vorentwicklung doch Immunität als Fähigkeit hat. Gott. Und was hattet ihr mal als Team-Logo, du und Frankie? Ja, Skorglas, ja. Kochbuch ich erinnere, und so. Ich erinnere mich nicht gerne an die Zeit zurück. Nicht? Ja, es gab doch Playoffs. Ist doch cool. Ja. Boah, ich will deine Frauen nicht dafür haten, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, aber wenn du Skorgro hörst, die Farbkombi hast mit Typ Boden und Typ Flug, bist du verwirrt. Also, wow. Ja, aber Skorgro ist ja nicht lila, der ist ja schwarz. Hä? Hast du Skorgro das letzte Mal gesehen oder so? Das
ist für mich kein Lila. Ja, aber das ist doch Ansichtssache, oder? Hä, warum ist das kein Lila? Das ist doch kein Schwarz. Guck mal, Schwarz hat es an den Flügeln. Ne? Ja, an den Flügeln, klar. Ja, ist doch Lila. Ja. Es ist halt ein dunkles Lila. Schön, dass es mehrere Lila-Töne gibt. Ich musste letztens mit ihr diskutieren, was Pink und Lila ist. Bitte. Trust me. Komm noch mal uns. Gut. Ja, also by the way, auch meine Frau gönnt sich auf jeden Fall die Raterunde. Also sei lieb zu ihr. Grüß sie bitte. Ja, schöne Grüße. Cool. Ja, dann haben wir es geschafft. Wir sind am Ende angekommen. Du hast überragende, was waren es, 11? Auf jeden Fall, ich blende es ein, dass ich nachhinein mache hier. Na, also mehr als Sammy, mehr als Seoro. Ganz cool gemacht. Ich danke. Es hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, es war richtig, richtig entscheidend. Ich glaube, letzte Season wolltest du schon Gast sein. Da habe ich dich nicht genommen. Ja, leider. Weil, ich konnte dich gar nicht nehmen, weil du bei Sammy warst. Genau, deswegen. Und davor die Season wolltest du mit mir, wo du mit Vipo zusammen warst. Aber die bassige Stimme ist dann doch irgendwie cooler. Ja, dann hast du Vipo genommen und da war ich sauer und da wollte ich eigentlich gar nicht wieder mitspielen. Und dann nicht mitspielen. Ich wollte TPL Talk nicht mitmachen. Dann hast du direkt gefragt, erste Folge, dachte ich mir, ach, was soll's. Was soll's, ja. Cool. Erwin hat mega Spaß gemacht. War eine gute Entscheidung, dich zu picken. Ja, deswegen, ich sage tschüss, bis dann. Und die letzten Worte gehen natürlich an dich. Du weißt, was du zu tun hast. Tschüss, bis dann. Jetzt Leute fronten, oder? Tu, was du nicht lassen kannst. Nee, ich fühle mich nicht fronti. Ich grüße alle Leute. Auf Wiedersehen. Tschüss.